Aller guten Dinge sind drei und damit auch willkommen zur dritten Folge von Brothers. Richtig. Yay. So, wir sind unterm Berg. Genau. Wo wir eigentlich gar nicht hin wollten. Nein. Und ich will mal nach Hause und du hältst die Stellung. Nein, fass mich nicht an. Oh je. Lass los, du kannst loslassen. Je. Es ist gar nicht so tief. Guck mal, wie klar das Wasser ist. Es ist nicht tief. Du kannst loslassen. Vertrau mir. Ja, ja. Vertrau mir, ist alles gut. Nein. Gott, dein Geruch. Oh Gott. Wo ist deine Hand? An deinem einen Finger. Oh, das fühlt sich. Oh. Ja, halt dich ruhig weiter fest. Dass wir verwandt sind, macht dich doch umso mehr an. Oh ja. Das war auch der Grund, warum Mama dich gekriegt hat. Du als Felser kennst das ja. Aber Mama war die Beste. Ja, aber Omi war auch nicht schlecht. Ja, Omi war nicht verkehrt. Omi so lieb, Omi so nett. Ach, wenn ich meine Oma nicht hätte. Oh, was haben wir denn da? Oh Mann. Ja. Gitter. Gitter Hero. Ich bin ein Gitter-Hero. Ah, okay, Moment. Ja. Ah, muss wieder nehmen. Jo. Oh. Okay. Oh Mann, es gefällt mir hier nicht. Zeit für eine Auszeit. Oh, das sieht zwergig aus. Ah ja, okay. Ich hab's schon erfasst, was wir hier machen müssen. Die Minen von Moria. Wenn da irgend so ein brennender Kerl auf uns genau zukommt. Oder die Gruben vom Saarland. Das könnte auch sein. Hui! Und gleich noch eine Runde. Ja. Yay! Ja, das sieht tatsächlich aus wie unsere Kohlegruben. Unten sind die ganzen Überreste der Felser, die wir hier versenkt haben. Bei der Macht vom Saarland, ich habe in eine Grube geschafft. Spring mal rein. Ne. Sicher? Ja. Das tut dir gut. Hey. Ah. Okay, wir bestimmt irgendwas da reinstecken. Ich steck nirgendwo irgendwo rein. Das kannst du vergessen. Oh nein. Alter, das ist mal. Jetzt hast du auch endlich mal ein Rohr in der Hand. Mein lieber Mann, ist das ein Teil. Das kriegen wir da nicht durch. Natürlich. Nein. Natürlich. Heb's mal hoch. Natürlich. Nein. Das war eng, aber gib mir ein bisschen Vaseline und wir kriegen das durch. Ein bisschen Spucke. Genau. Ah. Ja gut, das kann nicht jeder mit so einem schweren Rohr hantieren. So, jetzt müssen wir kurz mal durch die Dunkelheit. Ach, das dunkle Loch. Durch das dunkle Loch, ja. Genau. Warten, da ist ja genau. So. Klappt doch wunderbar. Das wird jetzt ein bisschen enger. Oh ja, so haben wir es am liebsten. Komm schon, drücken. Ich drück schon die ganze Zeit. Entspann dich ein bisschen. So, ja. Oh, das Rohr hat sich verkeilt. Ja, der Kolben schlägt an. Ja. So, und jetzt durch, genau. Genau. So. Guck mal, wenn man ein bisschen Übung hat, dann flutscht es. Absolut, ja. Wie hat schon mal Andi Breme gesagt, alle in der Kabine hatten die Hosen voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. So. Ich glaube, das müssen wir quer da rein. Also, dass du auf einer Seite und ich auf einer Seite stehst.
Ja, macht Sinn. Und oh mein Gott. Das Ding steckt fest. Oh. Er hat's kaputt gemacht. Hui, noch kurz davor überholt. Ne? Das ist Jo-Kunst. Leben am Limit. Absolut. Hier ist so schrecklich dunkel, ich habe Angst. Guck mal vor, wie in so einem Diablo 3 Dungeon. Oh ja. Wo sind die Krauger? Krauger gibt es übrigens auch nur bei God of War. Ah ja, deswegen sag's ja. Jetzt ist die Frage, was müssen wir jetzt machen? Ah, wieder drehen. Ah. Okay. Ah, so vielleicht. Dann wieder nach vorne oder so. Schauen wir mal einfach und gucken mal, ob sowas passiert. Nee. Okay. Wir können es wahrscheinlich nur in die Richtung schieben, wo vorne dieser Schutz ist. Kann man es? Ja, es geht. Okay. Aha. Wenn wir es wegmachen, verschwindet er wieder, oder was? Na gut, wir brauchen ja nur eine Seite. Wir können ja springen, denke ich. Meinst du, das langt? Das sieht mir schon ein bisschen krass weit aus. Ich probier's mal. Genau, mach du das mal. Ne, funktioniert nicht. Versuchst du es. Du bist leichter. Die Schwerkraft wirkt anders auf dich. Ich glaube, vielleicht hat es ja auch eingerastet. Wir können das jetzt auf die andere Seite schieben. Könnte sein, ja. Wir könnten jetzt auch einfach drüber springen. Aber typisch Felser traut sich nichts. Ich spring jetzt einfach drüber. Guck mal, vielleicht können wir es so rückwärts. Nein, wir müssen es drehen. Ist aber auch ein Scheiße hier. Kein Wunder, dass hier alles kaputt ist, wenn die alles so kompliziert machen. Wir müssen es, ne? Mach mal drin. Ja. Genau. Und dann. Auf wenn. Schirm. Ah, guck, es ist angerastet. Ja, jawohl. Hattest recht. Einrasten, dass man ausrasten kann. Genau. So, scheint zu halten. Rätsel, ich finde auch cool, dass die Rätsel sich eigentlich ganz einfach halten. Ich mag nicht so die riesen Kopfnüsse. Ja, so ich weiß, dass als Felser hast du das einfache Denken lieber. Aber es ist auch, man muss sich jetzt immer wieder mal vorstellen, man muss das normalerweise alleine spielen und muss dann diese Koordination machen. Ja, das ist natürlich schon krass. Diesmal gibt es kein Seil. Ja, diesmal muss was anderes. Ich sehe schon was. Ja. Jetzt habe ich das wahrscheinlich umgekehrt. Wenn ich jetzt loslasse. Ah! Du Schwein! Ach, doch nicht. Ist jetzt halt blöd gelaufen. Ach, jetzt ist er doch reingeraten. Ach so, du kannst. Ah ja, gut, du kannst dann so einfach hochklettern. Ja. Das war mir klar. Du mieses Schwein. Du mieses Schwein. Ja, ist jetzt blöd gelaufen. So, ab jetzt geht's mit mir weiter. Ich werde dich finden. So, okay. Okay, okay. Noch ein Stück, noch ein Stück. Ja, er hat es geschafft. Sehr schön. Komm runter. So, jetzt werfe ich dich runter erstmal. Ich gebe dir gleich einen Backpfotzen. Der Backpfotzen? Jawohl. Der Paul weiß, ach, was gemeint unten ist. Guck mal da unten. Der Paul weiß es. Felser bei der Arbeit in den saarländischen Minen. Oh, da gibt es Fischi. Wischi. Wir erkennen wieder die Anleihen an A Way Out. Hm. Oh, so herrlich. Ja, wir können nur was trinken. Das langt ja auch.
Da. Durch diese Höhle Gasse müssen wir gehen. Hier ist hier nichts mehr. Ah, eine Bank! Oh, eine Bank, ja genau. Ach, herrlich. Manchmal muss man einfach auch mal den Augenblick genießen. Ja? Ich könnte dich da jetzt runterwerfen. Ach, es bleibt wohl nur ein Gedanke. So, ja. Wo sind unsere Freunde eigentlich geblieben? Keine Ahnung, aber eben hat man ein paar Stück von denen gesehen, wie sie schuften. Man hört auch ganz leise im Hintergrund was. Ein paar sogar. Ach, guck mal, ich glaube, da müssen wir rüberspringen. Ja, tatsächlich, da müssen wir uns festhalten. Mhm. Ich glaube, ich muss das. Ach, guck, ja, da unten, siehst du? Ah, okay, das ist ja jetzt. Ah, es läuft, funktioniert. Da unten. Oh je. Hey. Halt dich selbst. Jawohl. Ah ja. Drück mal R2. Nee, nee. Doch, doch. Nee, nee. Doch, doch. Das war ein Vertrau guter. Mir, vertrau mir. Nein. Alles gut, alles Nein. gut, alles gut, alles keine gut. Keine Lust. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. So, oh, na, nee. Das war wieder klar, dass die Textzeile wieder kommt. Das war mir so klar wieder. Gestern Nein. hattest du noch Lust. Nein, gestern habe ich es getan. Ach so. Hast du dich nicht gewundert? Okay. Hast du nicht im Kino die Handbewegung bemerkt? Also, ich dachte, der freut sich aber heute über den Film. Du musst weiterlaufen. Okay. Da am Rand, ja. Ich bin ein Randkind, ein Randgruppenkind. Guck mal, da rennt er. An der anderen Szene eben ist er geschlichen. Naja. Oh Gott, geh auseinander. Das ist ein schleichender Prozess. Du musst aufdrehen. Genau. Öffne die Schenkel, genau. Nicht in die andere Richtung, ja. Nein! Ah! Okay, du musst mitlaufen. Also. Oh Gott. Es langt. Es sieht gar nicht so tief aus. Hä? Und jetzt? Ah. Ah, okay. Ah, ja. Sehr cool, sehr cool. Das ist geil. Das ist cool. Okay, cool. So, muss ich jetzt wieder an die Stange? An die Kette? Ja, ich muss wieder an die Kette. Wieder an die Stange. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach auf, mach auf. Oh Gott. Es geht nicht, es hängt. Ich bring dich um. Wenn ich jetzt hier sterbe, bring ich dich um, ja. Wenn uns einer folgt, bring ich erst mich um und dann sie. Ja, genau. Und nö? Ah ja, okay. Schwenk dein Ding hier rüber. Jawohl. Oh Gott. Also, mein lieber Mann, das ist ja. Ah, es hängt. Egal, ich mach weiter. Ich komme zurück mit Hilfe. Ja. Also Leute, dann schauen wir doch mal, wie wir hier... Komm zurück hier. Es ist wieder die Frage, Mann, wie lange Mann, muss Mann. Ein Felser abhängen, dass er gut wird? Deine Eltern haben auch die Nachgeburt hochgezogen, oder? So. Meine Füße. Da muss ich wieder dran. Ach, wie schön. Schön ist anders. Oh, also. Ups. Ich dachte, du wärst schon drüben.
Oh mein Gott. Ich glaub das ja wohl nicht. So. Ah, Krampf im Finger! Ah, lieber in den Tod gesprungen als zerquetscht. Vielleicht lande ich ja auf. Jetzt die ganze Zeit weiter. Ich glaube, ich habe ja gehofft, ich lande auf einem Furunkel. Ich lande wenigstens weich. Furunkel Johnny ist dein Freund. Du da, du da. Halt dich fest! Boah, das war knapp. Mein lieber Mann. Aber warum arbeiten die da unten? Warum haben die keine Pilze auf dem Rücken? Fragen über Fragen. So, gleich ist er rüber. So. So. Jetzt schwenke ich erstmal mein riesen Ding darüber. Absolut. Ah, Entschuldigung, mit so einer riesigen Maschine kann ich nicht immer so umgehen. Ja, absolut verständlich. Ja. Ist klar, ist klar, ist klar. Okay. Oh, wenn du da falsch abrutscht mit dem Haken da unten, das wirst du merken. So. Ja, definitiv, das merke ich dann. So, beim ersten Versuch, wir arbeiten schon zusammen wie Brüder. Ah! Ah! Porca miseria. Ach ja. Ah ja, okay. Whee! Whee! So. Deine Hose hat einen Riss. Au. Oh. Ganz schön riskant, was wir hier machen. So. Wieder die gleiche Thematik, nicht wahr? Ah ja. Also da wird jeder Sechsjährige verrückt, neidisch, so fit wie die beiden da sind. Absolut, ne? Ja. Ganz schön agil. Also das konnte ich erst mit 9. Ja. Upsa. Okay. Geht's hier besser? Ich komm nicht hoch. Ja, in deinem Alter ist das halt noch nicht so. Muss ich was anderes machen vielleicht? Weiß nicht, nee. Keine Ahnung. Nein, es sieht nicht so aus, als ob ich dich irgendwie... Ah, okay. Ah, ja. Jetzt... Jetzt geht das. Ah. Jetzt geht es rund. Erst in den Poppes und dann in den Mund. Du kannst eins rüberspringen. Genau. So. Das wäre Zeit. Es sieht so aus, als würde es noch ein bisschen halten. Okay. Alter! Oh scheiße, ich ahne Furchtbares. Oh je. Das sieht nicht gut aus. Sollen wir das für die nächste Folge aufheben, lieber Markus? Können wir machen, ja. Gut. Also das sieht nach einem guten Schluss aus. Können wir tun das. Können gut das. Was Judas? Judas wäre was. Wenn er jetzt hier religiös. Ja gut, du hast ja gestern Abend genug, oh Gott, gerufen. Oh Gott. Na gut, Leute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Richtig, wenn es euch so gut gefallen hat wie uns, könnt ihr das gerne mal mit einem Like zeigen und könnt natürlich auch was in die Kommentare schreiben. Aber nur Positives drüber. Genau, und alles andere wird gelöscht. Macht euch über den Kleinen lustig. Genau, über seinen Kleinen könnt ihr euch gerne lustig machen. Ich hatte eben eine riesige Maschine, das hast du gesehen. Du konntest dich dranhängen. Ja, er freut sich immer noch, das Spiel so zu spielen. Gut, Leute, dann macht's gut. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. Bye, bye.